Und du hast seinen Namen, also klicken wir dich mal an. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Ich halte nicht viel von diesem Orden des sogenannten Steinernen Herzens. Auf mich wirkt das wie ein Haufen Schwänzer, die in Kettenpanzern herumreiten. Ihr würdet, wenn ihr unsere Hilfe bräuchtet... Ihr würdet, wenn ihr unsere Hilfe bräuchtet, Kleines... Wir beschützen die Schwachen und bringen den Bösen Gerechtigkeit. Das solltet ihr in Erinnerung behalten. Jedenfalls die, die loyal sind. So, schauen wir uns erstmal das Anwesen hier an. Scheint ja zwei Eingänge hier zu geben. Und das hier sieht auch noch interessant aus. Jedenfalls scheinen wir da unten zu irgendwelchen schwimmenden Schüsseln zu kommen. Wenn wir hier über die Tür gehen. Was halt auf jeden Fall recht, zwielichtig ist, ist das Geschäft des Gerbers. Ein Tempel des Helm, verfallenes Haus. Noch eine Schenke. Gucken wir erstmal, ob hier hinten irgendwas vor sich geht. Ehrenmänner trifft man nur selten. Wir werden es nicht mehr länger gestatten, dass ihr hier euer Unwesen treibt, Rintos. Nehmt eure Männer und verschwindet. Wir werden es nicht länger dulden, dass ihr hier Schmuggel betreibt. Dulden. Ich hoffe für euch, dass das nicht nur starke Worte sind, großer Mann. Wenn ihr versucht, mir mein Territorium aufzujagen, werdet ihr sterben. Wir haben kein Interesse an eurem Territorium, Rintos. Dass ihr das glaubt, ist nur ein Beweis für eure Engstirnigkeit. Ha. Wovon versucht ihr mich zu überzeugen? Etwa davon, dass ihr doch immer zum Orden gehört, Reynald? Ihr denkt doch immer, ihr seid irgend so ein tu-gutes Paladin, Wisst ihr, was ich gehört habe? Ich habe gehört, ihr habt euren Rang als Paladin verloren. Weil ihr euch von so einem Flittchen habt verführen lassen und weil ihr Waschlappen euch von ihr habt benutzen lassen. Wie war ihr Name doch noch gleich? Celestine, oder? Ihr wisst nichts von ihr, Dumpfkopf. Und auch wenn ich den Anforderungen des Ordens nicht mehr gerecht werde, stehe ich nicht hier und höre zu, wie eine Kanali wie ihr Celestins Namen in den Schmutz zieht. Okay. Ja, da prügeln sich gerade Paladine und Schmuggler. Ihr da. Ihr scheint uns bei Kämpfen zu nötig, deinem Finger um uns zu unterstützen, auf überhaupt etwas mit uns zu schaffen. Dürfte ich fragen, was ihr wollt und wie euer Name lautet? Wir suchen nach einem Anführer. Wir möchten gesellschaftliches, geschäftliches besprechen. Mein Name tut nichts zur Sache. Mein Name ist Talisa und ich möchte mit eurem Anführer sprechen, um geschäftliche Dinge zu besprechen. Ja. Glück auf, Talisa. Ich bin erinnert, der Chatillon. Als ein Mitglied des Ordens. Jetzt unterstehe ich der Führung von Anak. Wer hat dir vielleicht an deinem Auftrag interessiert? Warum habt ihr den Orden verlassen, wenn ich fragen darf? Es gibt hier einige von uns, die aus dem ein oder anderen Grund die Schwüre, die wir einst abgelegt haben, nicht mehr würdig sind. Es ist bei uns nicht üblich, andere über die persönlichen Details seines Niedergangs aufzuklären. Jemand, der nicht in Ungnade gefallen ist, kann dies vermutlich nicht verstehen. Wir befinden in der Gesellschaft voneinander Trost, weil alle die gleichen Herkunft haben. Auf jeden Fall benötigen wir Hilfe und ihr kämpft gut. Seid ihr also vielleicht daran interessiert, uns zu helfen? Vielleicht. Was die Aufgabe betrifft, als Anak den Orden verließ, nahm ihm die Paladine seinen Kelch ab. Dieser Kelch ist wichtig für ihn. Vielleicht könntet ihr ihn wieder beschaffen. Wo finde ich den? Findet das Hauptquartier des höchstehrenwerten Ordens des strahlenden Herzens im Tempelviertel. Der Kelch ist in dem Gebäude. Wenn ihr ihn zurückbringt, werdet ihr reichlich entlohnt werden. Ich habe kein Interesse daran, nach einem dunklen Kelch zu suchen. Lebt wohl. Wir brechen gleich auf und beschaffen diesen Kelch für euch. Obwohl wir das nicht gerade nach einem geeigneten Test für unsere Fähigkeiten klingen.
Ihr solltet euch gut vorbereiten. Der Orden wird gut bewacht. Ich selbst würde sofort getötet werden, wenn ich mich in die Nähe des Hauptquartiers blicken ließe. Ich wünsche euch alles Gute, meine Fürstin. Aber bevor ihr geht, ich hätte noch eine Frage. Der Krieger, der an eurer Seite steht, hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Sir Keldon Fieldkamp. Es ist schon so lange her. Ich bin nicht derjenige, den ihr so trainiert, Chatignon. Ihr irrt euch. Ich empfinde Mitleid mit jemandem, der auf geringe Fähigkeit und Bosheit reduziert wurde. Mehr nicht. Ich verstehe. Dann verzeiht mir. Ich erhalte nur sehr wenig Neuigkeiten über die Entwicklung beim Orden. Es spielt keine Rolle. Ich wünsche euch viel Erfolg, meine Fürstin, und ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Ja, neuer Tagebucheintrag? Nein. Ich warte. Mann, wie lange hält dieser Zauber? Ich möchte mir die Leichen angucken. Ah, er ist abgelaufen. Weil wenigstens der Schmuggler Oberwufti hier sollte wenigstens irgendwas Interessantes dabei haben. Abgetragene Stiefel? Ich hab Stiefel an. Ein Unsichtbarkeitstrank. Jetzt schwören können wir, hätten welche von denen. Da geht der Ball doch zu Yoshimo und der Trank der Steinform sollte eigentlich zu Eri gehen. So, der Behälter ist jetzt voll. Sie hat aber zwei Abwehrtränke schon mal. Wir haben zwei Unsichtbarkeitstränke. Gut. Ja, was immer ihr wünscht. Du warst ein Kleriker, hast aber auch nichts Besonderes dabei. Und ja, das restliche Zeug lassen wir liegen. Wir haben ja schon fast 100.000 Gold zusammen. So, was ist in diesem Anwesen? Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Willkommen im Hause von Aktor Baltis, im gegenwärtigen Vizeregent des Rates war Katla, meine Fürstin. Fürst Baltis ist leider nicht zugegen. Darf ich den Anlass eures Besuches erfahren? Vizeregent? Ich dachte, alle Mitglieder des Rates seien geheim. Ich hätte gerne Fürst Baltis gesprochen. Ich bin hier, um mich um die Habseligkeiten des Fürsten zu kümmern. Wenn ihr höflich zur Seite treten könntet. Ich wollte mich nur umsehen. Bin schon wieder weg. Ich dachte, alle Ratsmitglieder seien geheim. Hm. Fürst Baltis ist nicht Mitglied des Rates im eigentlichen Sinn, doch er arbeitet in seinem Auftrag. Irgendwer muss ja schließlich regieren, auch wenn die Ratsmitglieder nicht tagen. Nun, wenn das alles ist, muss ich euch bitten zu gehen, meine Fürstin. Fürst Baltis legt Wert darauf, dass die Privatsphäre seines Hauses respektiert wird. Mhm. Natürlich. Ja, er hat hier auch böse Wachen und so. Wenn es das ist, was ihr stört wollt. Mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Ihr da. Ihr seid unerlaubt in das Haus des Vizeregenten von der Kletterung. Ihr werdet euch sofort von hier entfernen. Ja, ist schon recht. Keine große Herausforderung. Okay, das heißt, das hier ist der andere Eingang. Nun gut. Und wir sind da drin nicht willkommen. Wir wollen aber auch keinen Aufstand anzetteln. Entschuldigt bitte, habt ihr vielleicht eine Mütze für meine arme, ehrwürdige Mutter übrig? Sie würde ja selbst darum bitten, aber liegt leider fast mit dem Tode ringend in einem kalten, kalten Zimmer. Ja sicher, hier ist eine Goldmütze für sie. Sie ist krank, nicht wahr? Vielleicht könnt ihr mich ja zu ihr bringen, möglicherweise kann ich ihr irgendwie helfen. Tut mir leid, ich habe nichts für euch übrig. Bewegt euch weiter, vielleicht kann ich ihr helfen. Ihr könntet doch einfach Nein sagen, wisst ihr, immer bin ich...
Bin ich jetzt die dem Typ guter Samariter in die Arme läuft? Aha. Bitte um eine milde Gabe. Habt ihr mich nicht gerade erst um Geld für sie gebeten? Nein, sie ist immer noch total krank. Wie soll... wir armen Leute es uns schon leisten können, einen Priester zu holen, damit er den Zauberspruch suche heilen. Beschwört. Bah. Hier eine Goldmütze. Gott segnet euch. Ja, Größe unseres Herzens wird gemessen aus unserer Freundlichkeit. So, das hier oben ist auch ein nicht eingezeichnetes Haus. Gehört wahrscheinlich dem Fischhändler hier. Wow, wir haben eine Goldmütze zurückgekriegt. Fische, Fische, Fische. Ihr da, wollt ihr nicht den frischesten Fisch von Alcatla kaufen? Ich schwöre euch, dass hier im Wasser weniger Abfall schwimmt als unterm Hafen. Auch weniger Leichen bis vor kurzem zumindest. Abfall, ist das schlecht für den Fisch? Warum sind sie in der letzten Zeit mehr Leichen geworden? Ich habe gerade heute Morgen Fisch gegessen, vielen Dank. Ist das schlecht für den Fisch? Aber nein, und gebt bloß nichts auf das Zeug, das in diesen klugen Büchern steht. Es gehört einfach dazu, wenn einige der Fische eine braune Kruste haben. Das macht hier einen ganz besonderen Geschmack aus. Kriegt ihr nicht im Hafen, nur hier. Natürlich, was war das nochmal mit dem Leichen im Wasser? Früher hatten wir nur ein paar Leichen pro Woche im Wasser, aber jetzt mit diesem Krieg der Diebe und dieser hässlichen Angelegenheit mit dem Häuten ist die Anzahl gestiegen. Angelegenheit mit dem Häuten? Ja, ja, genau, das habe ich gemeint. Irgendein durchgeknallter Kerl nimmt sein Opfer nicht nur das Leben, er klaut ihn auch die Haut. Muss man sich mal vorstellen. Habt ihr eine Ahnung, warum jemand sowas tun könnte? Keine Ahnung, redet doch mit diesem Eggsfield. Er ist der arme Kerl von der Armee, der die Angelegenheit untersucht. Eigentlich ein netter Kerl, aber ein bisschen blöd. Es ist immer nur gelungen, die Angelegenheit aufzuklären, wisst ihr? Was ist mit dem Krieg der Diebe, den ihr da erwähnt habt? Die Schattendiebe hatten in Am schon seit vielen Jahren ihre Finger in allem drin. Jetzt ist eine rivalisierende Gilde aufgetaucht und die tragen ihren Krieg auf die Straßen aus. Danke für die Information. Auf Wiedersehen. Beim nächsten Mal kauft ihr aber ein paar Fische. So, was haben wir hier drin? Ihr braucht mich. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Yoshibo schaut sich dabei um. Die Geschichte von Am. Ein bisschen Geld. Seide wird mit. Au. Au, 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 au. Ich helfe, wo immer ich kann. Da bin ich jetzt selber dran schuld. Hm. Ja, Vita, Mortis, Vita, Mortis, Mose, leichtfüßig und so. Das ist ein Stab der magischen Geschosse. Den wir wieder nicht identifizieren können. Yoshibo, guck eigentlich mal, wie viel Ladung haben die beiden Stäbe. Ich entsinne mich. Also der kann verkauft werden, der hat nur auch eine Ladung und der hat 10 Ladungen. Okay. So, dann kriegt Yoshibo den für Notfälle. Yoshibo ist bereit. Au. Okay. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Da ließ seine Stufe erhöhen. Ja. Okay, das ist auch schön. Eine Stufe aufsteigen für Talisa. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Einmal im Flegel bitte, weil ich glaube, die da unten können wir nicht. Nein, weiter steigern. Das heißt, wir steigern den Flegel weiter. Vorher mal gucken, was wir kriegen. 1, 2, 3 und 6. Das ist okay. 2 Trefferpunkte, 1 Sagenkunde.
Ja, ist nicht schlimm, dass unsere Trefferpunkte jetzt nur noch so wenig hochgehen. Nochmal so eine Rüstung. Stärkung, Rindenhaut. Gesinnung erkennen. Nein, machen wir nochmal den Zauber hier.